Tarkov kriegt DLSS. Was bedeutet das? Haben wir in Zukunft 140 Frames in Tarkov? Außerdem wurde der Kappa-Container genervt und das ganz sneaky oder Ankündigung oder irgendwas. Und wir reden ganz kurz über die ganze Server-Problematik und wie die Zukunft dazu aussieht. Das sind heute die Themen in den Tarkov-News. Moin Leute. Gehen wir ganz kurz durch die Themen durch. Sind nicht viele. Im Grunde das erste und das wahrscheinlich größte Thema ist eigentlich DLS-Support. Jetzt, was ist DLS so ganz in kurz? Also im Grunde bisher, wenn Upscaling gemacht wurde, heißt, man kriegt es performance-technisch nicht hin, das Bild voll zu rendern. Dann macht man das Bild ein bisschen kleiner und lässt den Computer ein bisschen rechnen. Die Lücken füllen sozusagen. Bisher ist es halt so, wurde so gemacht, dass jedes Bild, was erzeugt wurde, jedes einzelne Frame, wurde halt individuell angeschaut und für jedes Frame wurde das berechnet auch. Was DLS jetzt macht, ist mit Machine Learning. Und Machine Learning ist einfach ein fancy Wort für der Computer kann sich gewisse Dinge merken und erneut anwenden. Und im Grunde, was er da macht, ist, er legt mehrere Bilder übereinander und vergleicht die miteinander. Zum Beispiel, wenn eben in so einer Windturbine das Rotorblatt immer gleich dreht und alles, der Rest ist ja identisch. Dann lernt dieser Algorithmus, dass dieses Gitter ja immer da ist und dass der Rotor halt da immer durchkommt. Heißt, er lernt, okay, diese Linien sind immer in diesem Muster da. Die muss ich nicht jedes Mal neu berechnen und entscheiden, sondern das ist ein fixes Objekt. Er lernt das, kann damit deutlich schneller, präziser und sauberer das Ganze berechnen. Jetzt, was heißt das im Grunde? Das erlaubt euch halt, das Bild kleiner zu rendern und mit dem Machine Learning Algorithmus das Ganze hoch zu scalen, also im Grunde einfach zu vergrößern. Und das Ganze performanter, als wenn ihr das Bild in der eigentlichen Auflösung berechnen würdet. War das verständlich? Jetzt, wo ich es. Also in meinem Kopf klang es irgendwie besser erklärt, aber ich hoffe, ihr versteht es. Also im Grunde einfach, der Computer kann das Bild kleiner rendern und kann es dann vergrößern mit diesem Machine Learning Algorithmus. Er ist einfach im Grunde mehr Performance. Okay, ja, mehr Frames. Jetzt, das funktioniert am besten bei statischen Sachen, also Cutscenes und so weiter, wo sich nicht so viel bewegt. Tarkov kann sehr, sehr hektisch werden. Also wir werden sehen, wie gut das dann in wilden Fights, wo wir eben diesen Painkiller-Effekt haben plötzlich oder einen Einschuss, wo wir den ganzen Screen plötzlich verschwommen haben, schnelle hektische Bewegung. Wir werden sehen, wie gut es da performt. Im Video reden sie von fast 144 FPS. Ob sie das einhalten können oder ob das mehr ein bisschen Marketing ist, das werden wir erst sehen, wenn es kommt. Datum wurde keins genannt, also müssen wir uns da überraschen lassen. Da wurde der Pouch genervt, das ist eine ganz kleine Info. Und zwar können wir keine Magazine und keine Granaten mehr in den Pouch packen. Boah, ist jetzt nicht die Welt, finde ich. Was das dann für die Zukunft bedeutet, ob was da noch Veränderungen kommen, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie sie da weitergehen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Pouch irgendwie entfernen wollen oder brutal nerven in die Richtung, sonst hätten sie nicht die Tools hinzugefügt, die wir jetzt aktuell haben, die alle Leute im Pouch haben, gerade der, das kleine Stim-Täschchen da. Der wird auf keinen Fall irgendwie entfernt oder brutal genervt oder so. Nee, das nicht. Aber vielleicht kommen noch weitere Änderungen, wir werden sehen. Und das letzte Thema natürlich, ja, die aktuellen Server. Es ist ein Riesenthema. Inventar-Server ist einfach komplett, oder die Server-Infrastruktur von den Inventar-Servern ist einfach komplett überlastet. Sie haben in ihrem Podcast behauptet, dass die Twitch-Drops darauf keinen Einfluss haben. Und das fällt mir persönlich eher schwer zu glauben. Auch ist es so, dass ihr müsst überlegen, sie können nicht hinstehen und sagen, ja, die Drops sind schuld. Überlegt mal, was das zur Folge hätte. Man müsste die Drops sofort canceln, weil die Leute werden mad, dann werden die Leute doppelt mad, weil sie kriegen Sachen nicht. Die Streamer werden mad, die jetzt noch dran gewesen wären, weil sie kriegen ihren Boost nicht. Es wären alle mad. Also selbst wenn es so wäre, sie könnten es nicht zugeben. Und der Inventar-Server ist am Arsch. Klar fügen Drops. 300.000 Leute alle paar Stunden ein paar Items kriegen. Das sind ein paar Millionen Einträge, die in die Datenbank geschrieben werden müssen. Und dann gehen die Leute kurz einloggen, um zu gucken, was sie gekriegt haben. Logisch führt das zu einer höheren Last. Also ich sehe nicht ganz, ehrlich gesagt, das ist meine Meinung. Kann mich irren.
Aber ich bezweifle ein bisschen, dass die Drops da keinen Einfluss haben. Deswegen rechne ich stark damit, dass am 9., wenn die Drops fertig sind, die dauern nämlich noch bis zum 8., bis zum Mitte 8., dann stecke ich stark davon aus, dass es dann wieder deutlich besser wird. Es ist jetzt schon ein bisschen besser. Also die Queue-Zeiten sind deutlich niedriger geworden, jetzt wo die ganzen Leute wieder arbeiten müssen und so. Also ich schätze, das wird dann besser. Also ich würde sagen, gute Aussichten für das Spiel aktuell. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf DLS, wenn es dann kommt. Das könnte schön werden. Dann wie immer, Leute, Daumen nach oben, abonnieren, wenn es schon hat. Und dann sehe ich euch im nächsten Video oder im Stream. Haut rein.